Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und die FIFA 19 Saison hat angefangen, Freunde. Ich bin richtig heiß und hat mal direkt Squad-Builder für eure Weekend League, für die kommende Weekend League, für die kommenden Turniere und was weiß ich, was ihr in Ultimate Team so alles zockt, Freunde. Und zwar ein 50 und ein 100k Team habe ich für eure Weekend League zusammengebaut, denn ich weiß es ja, dass ihr wahrscheinlich nicht so viele Coins oder Points habt und es ist natürlich alles auch sau teuer. Deswegen dachte ich, ich mache mal direkt ein Starter-Team und wir switchen mal rüber, Leute. So Leute, hier das erste 50k Hybrid-Team aus der englischen, aus der Ligue 1 und aus der spanischen Liga und wir haben noch ein Spiel aus der MLS. Wir fangen hier im Tor an und wir haben hier Pickford, Freunde. Rechts haben wir hier Sidibe. In der Innenverteidigung haben wir hier rechts Smalling und Stones. Links haben wir hier Luke Shaw, Freunde. Dann weiter hier im Mittelfeld, Freunde. Wir haben hier Dele Alli. Dann haben wir Sissoko und Rabiot. Und rechts vorne haben wir Alessandrini. In der Mitte Ben Yedder. Und links haben wir hier Lemar, Freunde. Das ist eine 4-3-2-1 Formation, eine solide Formation. Was ihr noch natürlich machen könnt, sehr wichtig, in-game umstellen auf 4-2-3-1. Dann würde die Viererkette so bleiben und als Sechser würde ich hier natürlich Sissoko und Rabiot empfehlen. Und als ZOM natürlich hier Dele Alli, links vorne dann Lemar, rechts Alessandrini und in der Mitte Ben Yedder. Kurz zum Team, Freunde, wir haben hier zwei lange Innenverteidiger. Wir haben hier Stones und Smalling, Freunde. Also Stones ist ja 1,88 ungefähr und Smalling fast 1,94. Bei den Kopfbällen extrem stark, Freunde. Dann haben wir hier rechts noch Sidibe, Freunde. 1,82 groß ungefähr und relativ gute Stats. Und links haben wir dann Luke Shaw, Freunde. Auch letztes Jahr in FIFA 18 beim Starterteam bei mir immer dabei gewesen. Dann kurz zu Dele Alli, Freunde. Dem würde ich dann ein bisschen mehr offensiv spielen, weil er defensiv nicht so gute Stats hat. Und deswegen haben wir natürlich auch Sissoko und hier Rabiot geholt. Kurz zu Sissoko, Freunde. Er hat ja auch 64 Defense. Ja, ihr werdet jetzt sagen, Gian, warum hast du den aufgestellt? Ganz einfach. Ich spiele den mit Shadow und er hat 84 Physis, Freunde. Mit 84 Physis. Automatisch bist du natürlich stark halt, ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber mit Physis kannst du auch natürlich diese Defense-Werte ein bisschen so abgleichen und gut kombinieren. Deswegen habe ich den hier aufgestellt. Zudem ist er natürlich auch 1,84 groß, Freunde. Das ist natürlich nicht zu übersehen. Und er hat auch ganz solide Arbeitsraten. Mittel-Mittel ist ganz okay. Also erst mal hinten, mal vorne. Also beides macht er. Und ich denke, er wird sich gut schlagen bei euch im Team. Dann kommen wir links zu Lemar, Freunde. Tempo, Pass und Dribbling sind natürlich sehr, sehr gute Werte, was ihn natürlich auch ausmacht. Zwar nur zwei Steiner schwacher Fuß, aber für den Preis meiner Meinung nach bei dem Team am besten aufgestellt. Rechts haben wir dann Alessandrini, Freunde. Auch letztes Jahr war der Kollege hier in meinem Starterteam. Auch ein sehr interessanter Spieler mit vier Steiner schwacher Fuß und vier Steiner Spezialbewegung. 1,73 groß und Spielarbeitsrate hoch und mittel. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und als Stürmer haben wir hier Ben Yedder, Freunde. Er ist natürlich sehr dribbelstark. Schuss ist okay. Tempo ist auch natürlich sehr gut, 85. Aber meiner Meinung nach ist er ein guter Stürmer mit 1,70, bisschen klein, aber dennoch 5 Sterne schwacher Fuß, Freunde. So, das war's zu dem ersten Team. Wir switchen jetzt natürlich zum 100k-Team. So, Leute, wir sind beim 100k-Team und wir haben hier die 4-3-3, die vierte Variante als Aufstellung. Im Tor haben wir Radetzky oder wie der auch heißt, von Leverkusen. Der ist ca. 1,90 groß und hat noch Fußtritt, deswegen haben wir hier Radetzky oder wie der auch heißt, ausgewählt. Dann haben wir rechts hier Arias von Atletico Madrid, 1,78 groß, Hochmittel, 3 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegungen. Okay, 3 Sterne Spezialbewegungen spielen bei dem jetzt nicht so viel Rolle, aber Tempo ist gut, Physis ist gut, defensiv kann man noch arbeiten, aber mit Shadow würde er natürlich ganz gut da aussehen. Dann haben wir in der Innenverteidigung Mukiele und Upamecano von Leipzig, Freunde. Schaut euch mal diese Werte an. Unfassbar, Upamecano, 79 Tempo, 74 Defense und 80 Physis. Für den Preis 1,85 groß, Leute. Arbeitsrate Mittel, Mittel. Dann haben wir noch Mukiele, Freunde, auch 1,85 groß, hoch, hoch. Aber ist auch ein Tier, Leute, muss man jetzt ehrlich sein. Er ist einfach ein Tier, deswegen haben wir hier Mukiele natürlich. Dann haben wir hier Gaia, Freunde, in der linken Verteidigerposition. Dann haben wir hier im Mittelfeld Kondogbia, Fekir und Partey, Freunde. Partey und Kondogbia eher die defensive Spieler und Fekir soll natürlich die Offensive unterstützen mit den Steilpässen, mit guten Fernschüssen. Deswegen hier Fekir und vorne links haben wir Promes, Freunde. Promes ist auch eine Maschine mit 5 Sterne Spezialbewegung.
hoch, gering Arbeitsrate. Das ist natürlich sehr interessant. 90 Tempo, 83 Schuss und 83 Dribbling, Freunde. Er ist in meiner Meinung nach für den Preis, für die Liga, ein sehr, sehr guter Spieler. Dann haben wir hier in der Mitte wieder Ben Yedder, Freunde. Ben Yedder war auch davor im Team. Auch 5 Sterne schwacher Fuß. Wie gesagt, Freunde, da will ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich davor schon im 50k-Team zu Ben Yedder was gesagt habe. Dann haben wir noch rechts Gelson Martinez, Freunde. Oder Martins, oder wie heißt der? Ja, Martins. Der heißt Martins, Freunde. Gelson Martins. Auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, Freunde, mit 5 Sterne Spezialbewegung, 94 Tempo, Leute. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Und 86 Dribbling dazu, 75 Pass. Schuss muss er ein bisschen arbeiten, auf jeden Fall würde ich den mit Hunter oder mit Hawk spielen. Natürlich muss man noch die Einzelwerte bei dem gucken. Aber für den Preis wirklich Gelson Martins ein sehr, sehr guter Spieler. 4-3-3 ist die Formation. Ihr könnt natürlich auch 4-2-3-1 wie bei 50k-Team spielen. Dann würdet ihr natürlich mit Partey und hier Kondogbia im Sechser spielen. Links dann Promise und in der Mitte dann Ben Yedder und rechts Gelson Martinez. So Leute, das war's hier zum 50 und 100k Hybrid-Team für eure Weekend League und Division Rewards und was ihr natürlich so spielt. Schreibt einfach unten in die Kommentare, was ihr hier demnächst auf meinem Kanal sehen wollt, damit ich euch natürlich immer entgegenkomme. Und zum Schluss verlose ich hier auf Instagram eine 50 Euro PSN Guthabenkarte. Auf jeden Fall folgt mir auf Instagram, damit ihr natürlich hier die 50 Euro gewinnen könnt. Und ich bin auch Leute, bis dann. Ciao. Damn.